Syntastisches Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Und heute retten wir mal die Welt vor dem bösen Jeff, dem Killer. Und wenn es dir gefällt, lass unbedingt jetzt ein Like da. Würde mich mega freuen. Und natürlich noch ein kostenloses Abo, wenn du nicht in der Hashtag Synta-Abi bist. Und jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Oh, Leute, heute ist wieder so ein langweiliger Tag, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich als Noob. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt, also was ihr macht, wenn euch so richtig langweilig ist. Schaut ihr dann YouTube-Videos, das würde ich zwar auch gern machen, aber, ja, ich habe kein Internet als Noob, kein PC und sowas. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was du machst, wenn dir so richtig langweilig ist. Ich habe jetzt gerade meine Kontaktlinsen reingemacht, dass ich besser sehe, habe gesehen, es sieht alles ein bisschen anders aus, aber es ist immer noch trotzdem voll langweilig. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll den ganzen Tag. Es ist noch so viel Zeit, gerade mal Mittag, und ich weiß nicht, was ich machen soll, Freunde. Ich bin richtig überfordert mit der ganzen Situation. Aber naja, da muss man jetzt eben durch. So, ich sage, wir machen einfach mal einen schönen Spaziergang, gucken, ob wir irgendwas Schönes hier auf unserer schönen Superwelt finden. So, was haben wir denn hier? Warte mal, hier sind ein paar Schilder. Warte mal, die lesen wir mal. Kennst du Jeff der Killer? Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Jeff der Killer kennt. Wenn nicht, lernst du ihn jetzt kennen. Jeff der Killer kennenlernen, das klingt nicht so gut. Baue eine Base und rette die Welt vor XXL Jeff der Killer. Ach du heilige Makrele, was haben wir denn hier? Wir haben hier Lavablöcke, Waffen. Oh Gott, wir haben hier Waffen, Freunde. What the hell? Waffen. Ach du Scheiße. Leute, wir haben hier Waffen. Guckt euch das mal an. Es wird. Hä? Wieso wird es denn jetzt schon dunkel? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen uns eine Base bauen vor XXL Jeff der Killer. Ich glaube, Jeff der Killer ist irgendein Bösewicht, der uns jetzt hier probiert zu töten. Aber. Oh Gott, Freunde. Oh mein Gott, ich bin ziemlich angespannt jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte eigentlich, lieber wäre so ein langweiliger Tag geblieben, Freunde. Aber. Oh Gott, jetzt müsste hier gegen Jeff der Killer antreten. Oh Gott, Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal ganz kurz hier schauen. So, komm. Blöcke brauchen wir noch. Oh Gott, Freunde, oh Gott. Ich bin relativ überfordert. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir als Noob sind. Guckt euch mich an, ich bin ein kleiner Noob. Oh mein Gott, guck mal meine Waffe hier auf dem Rücken an. Es schaffen wir, gegen Jeff den Killer anzutreten, beziehungsweise anzutreten müssen wir ja. Aber ob wir es schaffen, ihn zu bezwingen und so die Minecraft-Welt zu retten. Glaubt ihr an mich, dann schreibt Hashtag schaffst du in die Kommentare. Das wird mir auf jeden Fall ziemlich viel Motivation bringen, wenn ich hier eure Unterstützung habe. So, wir gucken uns dann gleich mal die Waffen hier so an. Was wir denn hier so Genaues haben. Und jetzt regnet es auch noch. Also es ist hier alles zum Scheitern verurteilt eigentlich. So, komm. Und Freunde, ihr merkt, ich bin immer noch krank. Ihr seht, der Regen tut mir da jetzt hier gar nicht gut bei so einer Situation. Stein, zack. Spitzhacke, das ist gut. So, komm. Spitzhacke. So, und diese Lavablöcke, Freunde, warum verbrenne ich mich eigentlich daran nicht? Das sind ja, ihr seht ja, das ist eine Lavatextur, aber irgendwie verbrenne ich mich daran nicht. Irgendwie alles ein bisschen komisch, so. Okay, ich würde sagen, den ersten Ring haben wir jetzt schon mal mit allen Sachen, aber was fehlt denn noch? Okay, wir haben noch ein paar Blöcke über. So, wir machen mal den ganzen Boden, den hüllen wir auch mal so aus, dass hier wirklich alles 100% anti-Chef-sicher ist. So, und ich kenne ihn auch so gar nicht. Ich habe nur sowas gehört, und schreibt mal, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr mehr wisst über Jeff der Killer, wer er ist, ob ihr schon mal von ihm gehört habt oder ob es vielleicht überhaupt Fremdland ist. Ja, Neuland ist hier Jeff der Killer, der Name. So, weil ich kann es nicht genau definieren, woher ich ihn kenne, aber der Name sagt mir auf jeden Fall nichts Gutes. Und vielleicht ist er aber auch ein Lieber, der gar nichts von uns Böses möchte. Man weiß es nicht. So, so, hier war noch einer frei. Nee, dann das alles mit Gravel hier wegmachen. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. So, das Schild machen wir noch weg. Die Axt, das sind Wasserblöcke, alles. Ja, das war alles ein bisschen merkwürdig, Freunde. Aber wir machen einfach das Beste aus der Situation und probieren einfach hier Jeff der Killer gleich zu bezwingen. So, ein Steak essen wir jetzt nochmal kurz. Und dann hier so eine Treppe. Hier ist so eine Treppe, ja. Wartet mal ganz kurz. Doch, so, zack. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Machen wir hier noch so eine Treppe hin. Zack. Ja, ich würde sagen, wir sind hier schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg. So, zack. Jetzt hier alles dazu und dann, ja, sieht es alles doch schon mal gar nicht schlecht aus. Aber wir brauchen noch so ein paar Lücken hier, sowas, dass wir auch
durchschießen können, wenn Chef der Killer eben kommen soll, dass wir hier auch solche Schusslöcher haben. Und Granaten haben wir leider nicht. Okay, das ist ein bisschen schade. So ein paar Molotovs, die wären ja vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. So, dann wieder hier aufmachen alles. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. So. Dann hier. Oh Gott, Freunde, mein ganzer Hals. Er ist ganz zu. Der Regen, der ist ja gar nicht gut für uns. So. Zack. Okay, Freunde, dann haben wir schon mal den ersten Bereich hier sicher. Und hier oben machen wir jetzt quasi alles erstmal so platt. So quasi so ein kleines Flachdach. Dass wir, wie soll ich sagen, zack, wartet. Alles schon mal zu haben, dass es ja nicht mehr reinregnet. Das ist schon mal die Hauptsache für mich. Weil sonst wird sich meine Erkältung noch verschlimmern und das wollen wir schließlich alle gar nicht. So, dann hier noch alles zu. Komm, zack, zack. Ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann hier alles zu. Komm. Perfekt, Freunde. So, das erste Grundgerüst haben wir jetzt schon mal. Wir machen aber jetzt auf jeden Fall hier noch solche. Zack, hier noch solche kleinen Schutzbarrikaden, dass wenn quasi, ja, der Chef kommt, wir uns auch ein bisschen verstecken können hier oben, ne, es muss ja nicht immer alles, wie soll ich sagen, so, wartet mal, nicht immer alles 100% frei, sondern wir brauchen noch ein bisschen was zum Abwehren, so, dann hier noch so eine kleine Barrikade hin, so, zack, dann hier, komm, einfach so ein bisschen, dass wir so ein bisschen mehr Schutz haben, ist ja auch nichts Verwerfliches, sage ich mal, ich denke, das könnt ihr alle nachvollziehen. Wenn wir uns hier so ein bisschen einbauen und ein bisschen sicherer machen. So, und da unten sind schon Mini-Chefs, Freunde. Oh mein Gott, da ist ein Mini-Chef. Oh Gott, das heißt, es kommt wirklich Chef der Killer. Ach du heilige Makrele, Freunde. Das heißt, hey, warte mal, Mini-Chef. Hey, warte mal, hier, nimm das. Hey, er stirbt nicht. Wo ist das Messer, wo ist das Messer? Hier, zack, ist er tot? Freunde, wo ist Mini-Chef hin? Ach du, der Munition hat aber nicht so geklappt hier mit dem Schießen. Aber naja, Freunde, es heißt, es dauert nicht mehr lange, bis Chef kommt. Ich würde sagen, noch die Nacht schlafen, dann sollte es hier quasi zu dem Kampf kommen. So, hier oben noch ein bisschen zumachen, ja. Sieht doch schon mal alles nicht so schlecht aus. Komm, und dann regnet es auch hoffentlich morgen früh, beziehungsweise morgen Mittag, keine Ahnung, bei dem Kampf eben nicht. So, hier so leichte Barrikaden zumachen, dass wir eben nicht überall, wie soll ich sagen, ja, zugeregnet werden oder falls der irgendwie von oben angreift, keine Ahnung, dass uns da auch nichts passiert. Dann lege ich mit nach unten in unsere sichere Base, nehme nochmal das Messer in die Hand, falls Chef hier doch noch kommt. So, nee, okay, dann, ja, gute Nacht, Freunde. Oh, guten Morgen, Freunde. Wartet mal ganz kurz, oh. Hallo? Kennt man sich hier draußen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Freunde, hier sind eine Armee voller, Chef der Killer. Okay, Freunde, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen außen rum und distanzieren uns mal von denen hier ein bisschen, weil ich glaube, so leicht ist, wenn wir hier hochmachen. Ach, du Heilige, guckt ihn euch an. Wir müssen noch ein Stückchen weitergehen und dann gucken wir mal so. Okay, Freunde, hier kommt das Ende vom Berg. Wir rennen jetzt hier schnell raus. So, komm. Ach, du heilige Frau. Oh, nein, 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 wir gehen wieder rein. Komm, ihr, geh weg, geh weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde, wir sind hier in einer ziemlich suboptimalen Situation. Okay, Freunde, so leicht lasse ich mich nicht von einem Chef der Killer irgendwie hier für blöd verkaufen und bezwingen. Hier, nimm das. Komm, Panzerfaust, rein mit euer. Ja, da ist der erste schon mal gestorben. Komm mit hier. So leicht. Weißt du, Freunde, er hat mich vielleicht kurz bekommen, aber ich komme stärker zurück. Hier, Chef der Killer. Du kriegst ja gerade ein blaues Wunder ab. Hier, komm, 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 Freunde. Ihr habt's gesehen. Er hat mich vielleicht gerade eben im ersten Fight bekommen, aber nicht im zweiten. Hier, nimm das. Oh Gott, Freunde, jetzt bin ich ein bisschen aggressiver gerade. So, zack, nimm das hier. Komm, Chef. Komm, Chef, komm. Hier auch wieder du. Ihr könnt mir gar nicht. Ihr seid bloß gerade ein Wunderpunkt bei mir. Ist auf mich gesprungen, dann bin ich gestorben. Mehr war das nicht. So, komm. Nimm das, ja. Und jetzt seht das, Freunde. Alle bezwungen, alle Chefs. Und wo ist mein Zeug hier, wo ich gestorben bin? Ist es hier noch irgendwo? Ich weiß jetzt gar nicht. Hier bin ich doch irgendwo gestorben. Hier, ne? Oder? War das hier? Irgendwo bin ich gestorben, weil er auf mich draufgesprungen ist. Aber ich bin stärker zurückgekommen, Freunde. Ich bin stärker zurückgekommen. Ich, Noob Sünte. Ihr wisst, dass ich alle nicht so ein Schwächling bin, wie alle mal denken. Naja, Freunde. Naja, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es dir gefallen hat, wie wir die Welt vor Chef, dem Killer, wie soll ich sagen, bewahrt haben, beschützt haben, lass unbedingt jetzt ein Like da. Würde mich mega freuen, wenn das Video gefallen hat, natürlich noch ein kostenloses Abo und der Hashtag SynteArmy da lässt. Mach's gut, bis zum nächsten Video und
Ciao.